Es ist einfach, liebe Zuschauer, ein Träumchen, bei so einem Spiel mit dabei zu sein. Ich habe so große Erwartungen an dieses Fußballspiel, weil beide Teams, das haben sie jeweils gesagt, auf den Pressekonferenzen voll auf Sieg spielen wollen. Rasen ist in einem idealen Zustand, ausverkauftes Haus und vom Wetter her, das ist ja auch mal ganz wichtig, sehr, sehr angenehme Temperaturen, wolkenloser Himmel, soll auch so bleiben. Na dann mal ab die wilde Fahrt. Ist das ein Tempel oder was? Ein echter Fußballtempel. So wollen sie auflaufen. Also mit drei ganz vorne. Wir haben in der Geschichte des Fußballs viele große Mannschaften in genau diesem System gesehen. Eine absolute Schlüsselfrage natürlich. Wie ist man vorne auf den Außenpositionen besetzt? Wenn die Jungs schnell sind, wenn die dribbelstark sind, dann bieten sie natürlich dem Mittelfeld eine Menge an. Und dann sind sie natürlich immer wieder exzellente Vorbereiter für den zentralen Mann in der Offensive. Alles ist angerichtet. Er trifft ihn. Weiß nicht, ob er so richtig zufrieden damit sein wird. Ja, das war das Gebot der Sekunde. Man kann es ruhig mal aus der Distanz probieren. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Und die Möglichkeit. Einfach weg mit dem Ding. Und er zieht ab. Gut gesehen und sehr gut gelöst, diese Situation. Ab auf die Flanke. Bekommt er den? Ziemlich variabel das Ganze. Viel Bewegung in vorderster Reihe. Die zentralen Offensivleute bewegen sich raus auf die Flanken. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, so ganz gefällt dir das nicht. Ja, ich war noch nie ein großer Fan dieser Strategie, Stürmer nach draußen zu ziehen, die eigentlich in die Mitte gehören. Die fehlen dann als Anspielstation. Und dieses Vakuum, da wo die Tore eigentlich erzielt werden, kann dem Angriffsspiel nicht gut tun. Der kann nicht nur defensiv, der backt jetzt auch vorne noch. Er schießt! Die Abwehr steht. Den hat er. Er schlägt ihn in die Mitte. Da ist die Möglichkeit. Den Ballverlust sofort wieder korrigiert. Der Ball stark. Na bitte, Tor! Dazu gibt es nichts mehr zu sagen. Perfekte Kopfballtechnik. Ganz genau so musst du zum Kopfball gehen. Mit der nötigen Portion Entschlossenheit. Das hat er richtig stark gemacht. Neuer Spielstand 1:0. Der Typ hat's einfach drauf und das hat er in dieser Situation einmal mehr bewiesen.
Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das ist eben auch dieser feine Unterschied. 1:0 der Spielstand. Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Bei wem der wohl landet. Und der Ballverlust. Gut gespielt und schau an, der Verteidiger kann auch offensiv. Gefährlich. So, Abschluss. Genauso läuft man den Gegner heutzutage an. Eine Ballbehandlung par excellence. Er zieht durch. Auf geht's in die Kabinen. Es ist Halbzeit. Also Hansi, Butter bei Fische. Wie fandest du die erste Halbzeit? Die Führung ist natürlich verdient, aber so wie sie hier die erste Halbzeit dominiert haben, so wie sie sich die Chancen erarbeitet haben, müsste die Führung eigentlich viel höher sein. Die erste Hälfte ist vorbei. Wir haben ein enges Spiel gesehen. Viele gute Szenen, ein Tor. Beide Mannschaften nehmen sich nicht viel. Wirklich ordentlich, diese Partie. Hier sehen wir den Beginn der zweiten Hälfte. Ein einziges Tor macht hier bislang den Unterschied. Fast wäre er allein durchgekommen. Und sowas sieht natürlich immer gut aus. Ja, der beweiste Auge. Und der kommt an. Abschluss. Die Führung ist nach wie vor denkbar knapp. Probiert's. Die Gefahr ist vorerst gebannt. Der kann nicht nur defensiv, der packt jetzt auch vor. Wie der sich drin, das Ding! Sie spielen sich schon in einen kleinen Rausch. Die perfekte Harmonie zwischen den Angreifern. Sie spielen den Doppelpass. Sie spielen ihn perfekt. Sie machen das Tor. Und sein zweiter Treffer in diesem Spiel. Zeit für neues Personal. Und damit steht's 2:0. Also beim Stande von 1:0 war die Partie noch ziemlich offen, aber 2 Tore Unterschied, das ist schon ein gewaltiger psychologischer Vorteil oder Nachteil, ganz wie man will. Gut zu sehen, dass er ihn da erwischt hat, das gibt Freistoß. Es geht über links.
Sauberer Vorstoß, aber am Ende haben sie ihm doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und er ist immer noch am Ball. Ab dafür. Das könnte was werden. Ja, und nochmal drauf. Der Ball geht ganz, ganz knapp vorbei. Machen Sie es mit dem feinen Innenspann oder machen Sie es mit dem Vollspann? Sie entscheiden sich für die Variante Hau drauf. Knallharter Schuss, aber kein Treffer. Gleich noch einmal frisches Personal. Ja klar, dass der Coach hier nicht begeistert ist, wenn seine Schlüsselspieler nicht zum Zug kommen. Er stiehlt sich ja gerne mal in den Rücken der Abwehr, das wissen Sie. Jetzt versuchen Sie, ihn so in den Griff zu bekommen. Und Sie setzen noch eins drauf. Sie liegen mit 3 Treffern vorn. Und das ist es doch wohl schon gewesen, oder etwa nicht? Erst denkt man, sie hätten ihn im Griff und dann zaubert er so ein Ding aus dem Hut. Es war ein Treffer der großen Robustheit. Er setzt den Körper perfekt ein und obwohl der Gegner an ihm dran ist, kann er das Tor nicht verhindern. Und damit hat er den Hattrick erzielt. Alles, aber wirklich alles gelingt ihm heute. Er macht seine Tore fast nach Belieben. Ja, sie bekommen hier den Freistoß. Klare Sache, das muss gelb geben. Was für ein überflüssiges, was für ein dummes Foul ohne jede Chance auf Balleroberung. Sehr guter Ball vors Tor. Gut mitgespielt vom Verteidiger. So kommt der Ball nicht durch und es geht nur Ecke. Ball im Seitenhaus, Einwurf. Und sie holen ihn sich prompt zurück. Rüber, nach rechts. Guter Lauf auf der linken Außenbahn. Ein Volleyschuss. Da haben sie echt noch mal die Chance. Das hätte der vierte Treffer sein müssen. Und ein Schuss. Sie hören es, der Schiedsrichter pfeift ab. Was war das bitte schön für eine Vorführung heute? Ein Tor schöner als das andere. Der Gegner hatte heute nichts zu melden. Hansi, was hältst du von dieser Partie, die wir gerade gesehen haben? Wenn du hinten sicher stehst, dann